Im Levante-Haus steht eine neue Skulptur. Der österreichische Künstler Erwin Wurm hat sie dem Straßenmagazin Hinz und Kunst geschenkt. Der Direktor, so heißt diese Figur, und zeigt einen Aktentaschenträger. Anlass für das Geschenk ist das 30. Jubiläum von Hinz und Kunst. Für seine ungewöhnlichen und humorvollen Werke ist Erwin Wurm bekannt. Mit der Übergabe sollen sich zwei Welten verbinden, Obdachlose und Geschäftsleute. Das Levante-Haus unterstützt das Straßenmagazin mit verschiedenen Projekten. In der Einkaufspassage in der Mönckebergstraße ist die Skulptur jetzt täglich zu sehen.